So, Chrysantos ist bei uns. 7 Fragen haben wir wieder reinbekommen von unseren Instagram-Usern und die werde ich dir mal nach und nach stellen. Santi, bist gespannt? Ja, sehr. Okay, los geht's mit der Frage von Torben EK. Wie viele Saisontore hast du dir zum Ziel gesetzt? Einige. Ist auf jeden Fall zweistellig. Aber dazu mehr sage ich nicht. Dazu, also mehr sage ich nicht. Die zweite Frage kommt von TMSTRT, wahrscheinlich Timo Stratmann oder so. Schon heiß auf Freitag? Natürlich. Ich hoffe, Zuschauer sind dabei. Dann haben wir Frage 3 von Marius M. Lieber Tore mit dem Kopf oder mit dem Fuß? Boah, ist ganz egal, aber boah, ich würde sagen, mit dem Kopf sind schon ein gutes Gefühl. Aber Tore sind schon das, was ein Stürmer braucht, um glücklich zu sein. Oder? Das ist ja ganz egal, mit welchem Körperteil. Außer er ist drin. Alles klar. Dann haben wir Frage 4 von Paul.mllrs. Müllers, wie auch immer. Erster Eindruck der Stadt und der Menschen hier. Sehr gesellige Stadt. Ich durfte die Altstadt sehen, ein bisschen von der Neustadt. Und im Großen und Ganzen, ich glaube, sehr gemütlich. Wer hat dir die Stadt gezeigt? Paschi. Bist du durch die Altstadt getingelt schon? Ja, ja. Ein paar Restaurants schon gewesen. Und ich glaube, ich kann mich sehr wohl fühlen. Das freut uns natürlich zu hören. Frage Nummer 5 von MZ695. Vermisst du schon die spanische Sonne? Derzeit geht's draußen noch, oder? Ja, im Moment habe ich nichts zu bemängeln. Ist noch warm, man kann mit T-Shirt rumlaufen. Aber das ändert sich, glaube ich, schnell. Ne? Schon Angst vor dem Osnabrücker Regenwetter? Nee, gar nicht. Ich bin hier aufgewachsen. Und also ich habe da keine Probleme. Genau. Die vorletzte Frage kommt von Michels DR8. Wie war es, ein Tor für die Nationalmannschaft zu erzielen? Ja, ein geiles Gefühl. Ich meine, für sein Land ein Tor zu machen und dann noch gegen Brasilien, das ist schon was man nicht so leicht vergisst. Das ist irgendwie was ich sag mal, in der Historie für Fußballer für immer stehen bleibt, oder? Ja, ich denke schon. Aber wie gesagt, ich hoffe, es kommen noch mehr. Alles klar, Santi, wir haben noch eine Frage und zwar von Leon K.L. Schmidt möglicherweise. Dürfen wir uns auf ein Seitfallzieher-Tor freuen diese Saison? Ich glaube, da hat jemand ein Video im Internet gesehen. Ja, ich glaube, wenn der Ball richtig kommt, kann man davon ausgehen. Ja. Also. Ich sehe dich ja im Training hin und wieder. Du versuchst es ja aus den außergewöhnlichsten Lagen und Stellungen. Trainierst du da auch so ein bisschen drauf hin, für den unwahrscheinlichsten Fall irgendwie gewappnet zu sein? Ja, ich meine, man muss den Ball nehmen, wie er kommt und wenn man da so ein paar akrobatische Einlagen drauf hat, dann ist es umso leichter. Aber ja, ich glaube, so seit klein auf habe ich es immer schön gefunden, immer so Sachen auszuprobieren und ist, glaube ich, hängen geblieben. Dann sind wir sehr gespannt auf Freitag und den weiteren Verlauf der Saison. Santi, vielen Dank für die Beantwortung der 7 Fragen. Ganz viel Erfolg für Freitagabend.